Ja, also unabhängig vom Ergebnis, glaube ich, dass wir es in der ersten Halbzeit mannschaftstaktisch ganz vernünftig gelöst haben. Man muss ja auch bedenken, dass Waldhof ja keine schlechte Mannschaft ist, wie auch die bewusst ausgewählt haben, um halt defensiv so ein bisschen gefordert zu sein. Und da haben wir das bis auf ein, zwei individuelle Fehler ganz vernünftig gemacht. Die letzten 20 Minuten des Spiels waren, ja, haben mir eigentlich nicht so gefallen, uns da so ein bisschen haben hängen lassen und das darf eigentlich nicht sein. Ja, das Testspiel bewerten kann man eigentlich noch nicht. Das ist ja ein Gegner zum, naja, warm machen, sage ich mal. Denn in der Bezirksliga, da wartet ein bisschen was anderes auf uns. Aber es ist wichtig, dass wir das Spiel nach vorne auch entwickeln. Und mit so einer jungen Truppe, die auch neu zusammengewürfelt ist, wir haben 11 neue, da muss man dann schon mal gucken, dass man auch ein bisschen in den Spielfluss kommt. Und das haben wir heute, glaube ich, ganz gut gezeigt und das hat Spaß gemacht. Ich habe eigentlich gedacht schon, dass sie ein bisschen stärker sind, aber da waren wir schon ein bisschen überrascht. Aber ich denke mal, gerade in der Vorbereitung fehlen überall viele Leute, bei uns, bei denen. Also da kann man nie genau sagen, was da passiert. Wir wussten, dass Waldhof keine schlechte Truppe hat, obwohl ein paar Jungs weggegangen sind, auch ein paar gute. Und ja, wir haben das erwartet, dass wir da defensiv gefordert werden. Und ich glaube, das wurden wir auch. Von daher war es nicht überraschend.